Yo Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich sitze hier gerade mit krassem Muskelkater von gestern, von einem harten Training noch und überlege so, was für Videos kann ich für euch noch erstellen und welche Videos gefallen euch am besten und so weiter und so fort. Und wenn ich da jetzt nach den Klickzahlen und sowas alles gehe und nach den Likes, dann finde ich das immer ein bisschen verschwommen und ich finde, das sagt nicht so ganz aus, was die wirklichen Zuschauer von mir, also die Leute, die wirklich fast jedes Video von mir gucken, wirklich für Videos wollen. Und ich will eigentlich nicht Videos machen, die so möglichst viele Klicks haben wie möglich, sondern ich will eigentlich Videos machen, die dir am besten weiterhelfen und die meine Zuschauer, die regelmäßig zuschauen, am besten finden und dadurch den größten Nutzen rausziehen können und so am besten auch auf ihr Training übertragen können, auf die Ernährung oder auch auf ihr ganzes Leben. Und deswegen mache ich dieses Video und frage dich jetzt mal und nach einem kleinen Feedback und frage dich jetzt, welche Videos möchtest du sehen? Ich habe jetzt hier mal so 5 Kategorien eingeteilt und aufgeteilt. Jetzt klingelt gerade hier das Telefon. So, jetzt ist es wieder aus. Also ich habe hier 5 Kategorien eingeteilt und die lese ich hier kurz mal vor und sage ein bisschen was dazu. Also Kategorie 1 ist ganz klar so Muskelaufbautipps, wie zum Beispiel diese 5 Muskelaufbau-Trainingstipps oder 5 Tipps für Ernährung oder irgendwie sowas, ja. Diese ganzen Muskelaufbautipps oder Intensitätstechniken, wie ihr das findet und ob euch das mehr interessiert. Dann so, was ich ja neulich auch ein Video drüber gemacht habe, über die Schulterrotatorenmanschette, über die Anatomie des Körpers ein bisschen und die Physiologie zum Beispiel, über die Wirbelsäule habe ich ja jetzt ein Video gemacht, warum es so wichtig ist, da so ein Hohlkreuz, ein leichtes Hohlkreuz zu haben und so weiter. Und das ist, was ich in meiner Ausbildung lerne, was vielleicht auch nicht so auf den anderen YouTube-Kanälen und sowas alles so oft stattfindet, also wirklich ein bisschen mehr in die Trainingslehre einzusteigen und euch da ein bisschen was beizubringen oder euch da ein bisschen was zu zeigen. Dann gibt es natürlich noch die ganz klassischen Vlogs, ja, die macht ja mittlerweile auch jeder. Habe ich jetzt noch nicht so viele von gemacht, weil ich einfach finde, die sind, also wenn ich mir die angucke bei anderen, finde ich die meistens ein bisschen langweilig, ja. Ich will ja nicht konkrete Tipps haben und was daraus lernen können. Aber manchmal mache ich das eben auch, weil es einfach auch cool ist und manchmal auch was Cooles dazu sagen gibt. Zum Beispiel dieser Dekonditionierungsvlog, da den ich gemacht habe. Wie fandest du den oder wie findest du solche Vlogs, wenn ich die mache? Und einmal ganz klar noch so Motivationsvideos. Wie zum Beispiel das eine Video, du machst den größten Fehler beim Muskelaufbau, wenn du diese Regel nicht beachtest. Da habe ich auch ein bisschen versucht, dich zu motivieren, dass du zum Training wieder gehst, dass du erstmal wer sein musst, bevor du etwas haben kannst und so weiter. Oder auch das Video mit dem Auto, ja, wie ich es geschafft habe, mir mit 19 Jahren ein Cabrio zu gönnen und so weiter. Und dann noch ganz klar die Rezepte. Habe ich jetzt auch nicht so viele gemacht, weil eben auch die Klicks nicht so hoch waren. Aber eben, wie gesagt, ich möchte ja, dass du den größten Nutzen daraus ziehst. Und wenn du mir sagst, ja, also Rezepte finde ich übelst cool, lerne ich immer was draus, kann ich immer richtig einfach nachkochen, nachmachen, dann ist es auch eine Sache, die ich dann öfter machen werde. Also schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare hier unten drunter, was dich interessiert, was du in Zukunft von mir sehen möchtest, wo ich den Fokus drauf legen soll. Und ja, dann hoffe ich, dass ich noch viele coole weitere Videos für euch erstellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Heroes. Wann kommt dein Startschuss? Ah, und ich habe noch was vergessen. Willst du noch mehr Videos über Carb Backloading sehen? Das ist eigentlich auch noch ein ganz wichtiges Thema. Darum geht es ja hier auf dem Kanal. Willst du noch Videos über Carb Backloading sehen, wie man das alles macht? Ich habe ja schon 2, 3 Videos dazu gemacht für Schüler und Studenten. Soll ich da noch mehr Videos zu machen? Oder sagst du, nee, eigentlich reicht es mit Carb Backloading? Oder schreib mir das einfach mal in die Kommentare. Also Muskelaufbautipps, dann Anatomie, Physiologie, Trainingslehre, sowas, Vlogs, Motivationsvideos, Rezepte und Carb Backloading. Diese 6 Sachen habe ich mir so untergliedert und aufgeteilt. Und jetzt wirklich, wir sehen uns beim nächsten Mal, Heroes. Wann kommt dein Startschuss? Und ciao.